Bist du, steht bei dir Natur an eigentlich? Nee, also ich hatte eigentlich Bock nach dem 12-Jahreszeiten-Ding so meine erste kleine Deutschland, so 5-Städte-Tour einfach zu machen mit Band. Aber das habe ich dann gar nicht konkretisiert, weil das Projekt halt noch nicht abgeschlossen war oder ist und halt wegen Corona erstmal andere Artists, die halt ihre Touren schon gebucht haben, erstmal auf die Bühne kommen sollen und dann gucke ich halt, ob es Sinn macht, dann in 2021 das zu checken. Die anderen sollen es erstmal Nein, nein, machen. nein, Das ist nein, so also sweet von nein, dir. cool, du musst jetzt so sagen. Ich bin auf jeden Fall selbstbewusst, aber ich weiß, wenn ich zu einem Ja, Veranstalter oder zu einer voll. Veranstalterin gehe und sage, so, hey, mein Name ist Horst Wegener und ich habe 14 Songs und würde gerne Tour spielen, dann guckt er so, ja, also hier haben wir Antje Schumacher und Moog Mama und so, aber nein, komm, Horst, mach du die Tour, weißt du, so, machen die nicht, deswegen warte ich einfach und guckt, wenn der Moment einfach sich gut anfühlt. Gibt es einen Traum-Support-Slot für dich? Mit wem würdest du gerne mal auf Tour gehen? Ja, also ich würde sagen, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich ziemlich früh halt mit Sammy, einem Idol, halt ziemlich close sein konnte und habe quasi da schon, ne, also in so einem Hip-Hop-Kontext bei Afrop, bei Beginnern, bei Sammy Support gespielt. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock, mal so richtig dick mit Band auf die Kacke zu Ja, hauen. Mann. So, und so, ich war letztens mit Niki, der Key spielt, als wir so einfach Revue passiert haben, dieses Gefühl einfach auf eine Bühne zu gehen und, weißt du, und seine Leute anzuschauen und zu wissen, jetzt geht's los, es gibt kein Zurück mehr, da sind Leute, die warten, das ist so ein Gefühl, da haben wir einfach wieder so Bock drauf und Voll. Ist ja. das euer erster Live-Gig heute hier nach Corona? Nee, Oder habt ihr? ich hab gemeinsam, also ne, wir haben die Wupperwerft als Firma und wir haben dann quasi als Beschäftigungstherapie gesagt, lass uns mal ein Festival auf die Beine stellen und haben dann ein Autofestival in Wuppertal organisiert für 3 Tage und dann haben wir Marjan da gehabt, wir haben Wilhelmine da gehabt, Roger Reckless, Negroman und Naru und das war dann so, da habe ich dann selber auch mit Band gespielt und es war so schön, einfach auf einer großen Bühne zu stehen. Da waren irgendwie ein paar hundert Leute und das war eine gute Erfahrung, aber sonst gar nicht. Okay, krass. Ja. Live-Spielen ist einfach das Beste, oder? Voll. Es macht einen fast genauso high wie diese Düfte hier im Raum. Ich weiß nicht, Ja. geht's dir noch gut, oder? Ey, mir geht's gut, mir wird so ein bisschen So schummrig, aber auch schon voll schummrig, gemütlich. aber ich hab's richtig, ich find's gemütlich, ja. Ich auch, aber damit wir nicht gleich einpennen, haben wir hier ein bisschen was Koks. vorbereitet. Das ist vielleicht ein anderes Format. Aber wir haben hier so eine Quickfire-Runde Ich habe Angst. vorbereitet. Hast du Bock auf ein paar schnelle Fragen oder auch nicht so schnelle Fragen? Du kannst ins Detail gehen, wie du Bock hast, Okay. aber musst du nicht. Ja. Aber ich würde gerne mal ein paar Sachen in den Raum schmeißen, ja? Voll. Okay. Ja. Okay. Was ist der wildeste Traum, an den du dich erinnerst? Boah, ich hatte einen furchtbaren Traum vor 2 Tagen. Und Ja. zwar bin ich, ich habe geträumt, dass ich unterwegs war und danach sind einfach nacheinander 10 bis 15 Menschen einfach vom Dach gesprungen, in Party-Outfits, als wäre es das Geilste der Welt, vom Dach zu springen. Und da muss ich so oft dran denken, das war so weird, dass ich so die ganze Zeit so dachte, hä? Horst, was ist in deinem Unterbewusstsein, dass du da so 15, die waren so Kollektiver richtig, da, Suizid ja, in ich dachte, ja, Partydress. nee, genau, ich habe dann auch so gesehen, dass sie dann so irgendwie komisch unterwegs waren und ich dachte so, ey, was ist das für ein Traum? So, weißt du, Ja, was glaubst du? Wo kommt's her? ich hab keine Ahnung, das war so absurd, weil dann später habe ich dann, also dann bin ich aufgewacht, dann bin ich wieder eingeschlafen, dann habe ich geträumt, dass ich dann mit meinen Homies am Filmset war und wir einen Dreh hatten und dann irgend so ein Typ von dem Motiv dann auch auf einmal einfach runterspringt, aber dann in so ein Wasserbottich und uns so quasi geprankt hat. Also irgendwie war in meiner Welt war das so ein Trend, einfach so kollektiv. So, ich weiß nicht, ob das für mich und mein Unterbewusstsein Müssen spricht. wir uns da Sorgen machen, Horst? Nee, nee. Nee. Aber ich finde Träumen an sich schön und das war einfach nur absurd. Das war einfach. Ja, fühl. Viel, ne? Ja, ich liebe Träume auch. Ja. Und es gibt doch Traumdates, Ja. aber es gibt auch Albtraumdates. Und hier meine nächste Frage ist: Hattest du schon mal so ein richtiges Albtraumdate? Ja, ich bin halt voll glücklich vergeben und seitdem, wenn ich ab und zu,
auch ein, zweimal passiert, wenn man mal irgendwie so einen Flash hatte von einer Situation, wo du einem anderen Menschen nahe gekommen bist, war das für mich total das erste Mal, halt seit ich in dieser Beziehung bin, weil es vorher bei mir nicht der Fall war, so eine richtige unangenehme, also ich war beklemmt irgendwie von diesem Gefühl, einem anderen Menschen nahe zu sein. Und das war auch, ich habe jetzt keine Person, die ich kenne oder so gesehen, sondern echt einfach nur die Situation. Und das war für mich dann wie so ein Albtraum-Date, in so eine Situation zu rutschen. Ja. Wie bist du, in was für eine Situation bist du gerutscht? Also ich habe einfach geträumt, dass ich habe ja eine Freundin und ich habe geträumt, dass ich was gerade dabei bin. Bin ich fast fremdgegangen und das war halt so. Das war, hast du deiner Freundin davon erzählt? Ja, voll. Und? War sie sauer? Die war so richtig eifersüchtig. Was fällt dir ein? Und hat versucht, die umzunocken. Nee, gar nicht. Also so das auch so, weißt du, immer offen einfach sprechen, weil das ist, scheint ja irgendein Gedanke zu sein, den einfach darzulegen, um zu sortieren, dass das was ist, was man nicht will. Ist Eifersucht bei euch ein Thema? Ey, gerade zu Corona gibt es ja kaum Situationen, wo ich irgendwie im Backstage hängen kann. Und, ja, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, als Freundin von einem Musiker ist es auch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, weil du weißt, du hast da einen sehr gut aussehenden, sehr talentierten jungen Mann, der jeden Abend vor einem Publikum steht und da stehen die Leute und himmeln dich an und da hätten schon viele Bock. Ey, auf jeden Fall. Und das Krasse ist halt, meine Freundin, die ist so zen, die ist mir manchmal sogar zu wenig eifersüchtig, dass ich so denke, was? Du hast jetzt gar nicht irgendwie ein komisches Gefühl. Hey, hast du nicht gesehen, wie die geguckt hat? Also, hey Mann, kann ich ein bisschen Drama haben. Kennst du? Willst du auch eher so einen Typen haben, der dir so allen Freiraum der Welt gibt? Oder, oder findest du es auch irgendwie schön? Was ist ja auch eine Form von Wertschätzung oder Angst um Verlust? Ja, aber ich komme auf Eifersucht gar nicht klar. Ja. Ich hasse das, mich nervt das richtig. Ich finde, das ist eine ganz niedere Emotion. Und ich finde auch, dass man sich das gegenseitig nicht geben sollte, das Gefühl, sondern so Sicherheit, wir haben uns, wenn ich Ja sage, ich habe Ja gesagt und wenn ich dann irgendwann wieder Nein sage, so, aber dass man weiß, was man hat zwischeneinander. Auf jeden Fall einmal das und es hängt auch voll mit seinem Selbstbild zusammen, ne? Also wenn du dich selber irgendwie liebst und dich selber als Mensch schätzt, dann hast du auch nicht mehr diese Angst, dass dich diese Person komplett macht und somit halt auch nicht diese Verlustangst. Hast du und du brauchst diese Bestätigung von außen auch nicht mehr. Also ich glaube, manche brauchen auch so ihren Marktwert. Checken sie ab und zu mal noch so, oh, steht noch eigentlich irgendjemand anderes auf mich? Ja, so, oder ich nur bin noch Single, aber ich habe Tinder, aber es ist nur für Spaß. Ja, voll. Ja. Dating-Apps hast du schon mal ausprobiert? Nee, ich hatte früher, als ich 16 war, habe ich mir mal Lovo runtergeladen, aber da sah ich noch nicht so gut aus und habe dementsprechend nichts in meinem Verzeichnis. Zero Matches, nein. Keine Ahnung. Es waren immer ganz tiefe Konsonanten. Ja, aber das war auch die schlimmste, also ich will jetzt hier niemanden schämen, aber es ist doch eine ganz schlimme Dating-App, oder? Ey, ich war 16 und naiv und brauchte das Geld. Und brauchte die Likes. Hast du Dating-Apps genutzt? Habe ich auf jeden Fall auch mein Fair Share an Dating-Apps mir gegeben und so. Ich habe auch gehört, es gibt diese Dating-Apps für so Promis mäßig, wo du dann so siehst, Neymar ist in Berlin unterwegs. Find me on Raya. Ja? Ja, habe ich tatsächlich auch. Braucht man einen blauen Haken, um reinzukommen? Du bewirbst dich da. Das ist auch da. Ich fühle mich so, wenn ich ich bin bei Raya angemeldet und fühle mich, als wäre ich beim Fight Club angemeldet. Weil, du darfst nicht drüber reden. Man darf halt schon natürlich drüber sprechen, weil wir dürfen über alles sprechen, aber es macht halt keiner. Ja. So, ich habe das Gefühl, lass uns Tabus brechen. App gibt es schon voll lange. Ja. Aber ich habe auch erst vor einem Jahr davon gehört und langsam höre ich diesen Namen ab und zu. Und ich habe das auch nie an die große Glocke gehängt, weil ohne Witz, eine der ersten Personen, die mir angezeigt wurden, war Neymar. Und ich war so, Screenshot, what? Ja. Und dann kriegst du nämlich bei dieser App direkt eine Benachrichtigung, dass du keine Screenshots machen darfst. Mhm. So direkt eine Notification, waren so, hey, das machen wir nicht, we're an intimate community. Mhm. Und wenn du das noch einmal machst, dann können wir dich bannen. Ja, ich finde es halt voll krass, weil es man kann es ja auch zum Connecten irgendwie benutzen, oder? Genau, kann man eine Social-Seite und eine Work-Seite. Okay, und das finde ich halt auf der einen Seite, das finde ich in irgendeiner Form sinnvoll, aber auf der anderen Seite bringt es halt auch in Liebesmodell halt auch so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, so, und wo du quasi
verhindern willst, dass es sich vermischt, so was ja quasi wertvoll für eine Gesellschaft ist, und wenn halt einfach nur die Reichen und Schönen beieinander bleiben. Ja, ich kann das halt bis zu einem gewissen Punkt verstehen, weil wenn du halt, also wenn du Single, wir nehmen irgendeinen Profifußballer oder halt irgendwie Niall Horan, will jetzt nicht sagen, dass er da drauf ist, aber vielleicht auch, keine Ahnung. Wenn du halt so weltbekannt bist und du bist Single und du bist die ganze Zeit unterwegs und du willst vielleicht nicht deine Produktmanagerin daten, wie lernst du jemanden kennen, der dich für dich kennenlernen will und der nicht mal jemanden von One Direction kennenlernen möchte? So. Deswegen kann ich das halt schon verstehen, dass man da in so einem gewissen Circle unter sich bleiben will, weil man muss auf diesen Job klarkommen. Mhm. So. Auf jeden Fall. Es hat sein Für und Wider, auf jeden Fall. Also kann das. Aber na klar, also. Kann ja nicht jeder Maske tragen. Vielleicht ist die Liebe des Lebens des Neymar halt auch aktuell einfach gerade Kassiererin. Mhm. So. Und vielleicht findet er es nie raus, deswegen. Ja, und das, genau. Es ist crazy. Aber ich find's verrückt. Und dass du da bist, vielleicht schaffe ich es ja auch mal in einem Kreis, aber nur für meine Social-Work-Seite. Und, Ich kann dich super gerne einladen, wenn du möchtest. Ich schicke dir einen Friends-Pass. Ja? Ja, wenn du Bock hast. Das kostet halt Geld monatlich, was ich auch so dumm finde irgendwie. Okay, aber so, ich mach klar für dich. Virtuelle Gäste. Das ja, voll, geil. Voll. Wir haben hier auf jeden Fall gerade einen krassen Geruch am Start. Mhm. Was ist ein Geruch, der dich an deine Kindheit erinnert? Boah, ich liebe Geruch von Pfannkuchen. Ja, kochst du gerne? Ich koche mega gerne. Ey, nice. Ja, voll. Und ich mag vor allem auch Pfannkuchen machen. Ja. Das ist so eins der ersten Gerichte. So, ich musste ziemlich früh auch mal für mich selber Essen machen. Ja. Und ich habe von meiner Oma nicht mit Grammeinheit, sondern einfach so nach Gefühl 5 Pfannkuchen, 4 Eier, ein bisschen Mehl, ne, und so weiter und so fort. Und Pfannkuchen ist halt für mich so, das macht entweder die Oma richtig gut oder ich selber in okay. So. Und dieser Geruch, weißt du, das riecht halt überall nach Pfannkuchen. Mit Butter anbraten? Oder mit Margarine. Mit Margarine, und was halt ein geiler Tipp ist, ist halt einen Schuss Sprudelwasser in den Teig machen, dass sie so ein bisschen fluffiger wird. Was ich auch gelernt habe, mega der Hack, ist, wenn du das Eiweiß separat vorher aufschlägst und dann das mit unterhebst, dann werden die übertrieben fluffy. Krass. Du musst halt Deckel drauf machen. Ja, damit es steamt. Und dann gehen die jetzt so, ohne Flachs. Lass uns doch mal bitte Pfannkuchen machen, weil du bist ja auch öfter mal in Berlin. Ja, genau. Ich war vor Corona eigentlich immer eine Woche pro Monat in Berlin für Sessions. Für Sessions, weil da kann man, glaube ich, in Deutschland ist Berlin einfach immer noch und wird es wahrscheinlich auch eine Weile bleiben, außer du bringst Wuppertal sowas von an den Start. Ey, mach, wir sind am Start. Ihr seid dabei, voll. Voll. Sag jetzt nicht, dass du das später besprechen wolltest. Oder sprechen wir jetzt direkt drüber. Nein. Voll, dann müssen wir halt in einem coolen Studio sein, wo man halt eine gute Küche hat. Ach so, ich dachte, ich lade dich zu mir nach Hause ein. Aber ich habe noch. Lass das so machen. Ich habe noch keine Küche, tatsächlich gerade. Ich bin umgezogen. Ich habe noch keine Küche. Sobald eine da ist, lass richtig schön Pfannkuchen machen. Weil ich bin am Start. Ich habe früher auch immer Pfannkuchen für meine Mama gemacht. Mhm. Und die steht auch mega auf Apfelpfannkuchen. Apfelpfannkuchen, voll. Das ist dann halt so eine Challenge, die geil umzudrehen, weißt du? Dass sie dann halt. Ja. Nicht kleben bleiben. Noch ein Tipp meinerseits, was ich mega gerne mache, was ein super special Touch da drin ist. Es gibt natürlich die klassische Variante, was viele machen, ist, dass sie so Apfelringe schneiden und die so reinlegen. Richtig und klein schnibbeln und in den Teig. Richtig klein, richtig klein, aber nicht so reiben, weil das ist mir dann zu krass, sondern richtig klein würfeln, dann in den Teig, dann steam lassen und du hast fast wie so ein fluffy, gooey, irgendwie mega nice. Nice. Das wäre doch auch mal eine gute Artworks-Crossover-Episode. Ja. Mein Name ist Horst Wegner, das ist Emily Roberts und wir sind hier bei Koch dein Pfannkuchen. Okay. Ja, musst du lass uns das auf jeden Fall machen. Hä? Ich komm vorbei. Du kommst rum? Ach so, zum Pfannkuchen essen. Ja. Digga, auf jeden Fall. Wir können das auch gerne bei euch in Wuppertal machen. Da haben wir auf jeden Fall auch Herdplatten. Gibt es das auch in Wuppertal? Yes, yes. Herdplatten, geil. Gibt es noch eine Frage, wo ich schneller antworte und nicht immer so mich... Ja, mich stört das halt nicht. Okay, wir machen eine ganz kurze erste Assoziation, Sammy Deluxe. Mhm. Erste Assoziation.
krassester Rapper in Deutschland. Ja, ist so dein... Voll. Also sowohl inhaltlich als auch technisch. Ja. Hm. Okay, geil. Cool. Du bringst eine Single raus. Mhm. Und die heißt Werden. Mhm. Und da würde ich total gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, denn du hast für diesen Song gleich einfach auch einen ganzen Film gedreht. Mhm. Magst du mir von dem Film erzählen? Ey, voll gerne. Es war, das ist der letzte Song vom 12-Jahres-Zeiten-Projekt. Genau, damit ist dann dieses Albumprojekt in Stücken abgeschlossen. Genau, und das wäre eigentlich im April zu Ende gewesen. Den Song gab es dann auch schon in einer anderen Version und ich wäre eigentlich mit Arne, Matteo und Michel, einem Homie, nach Ecuador geflogen und wir hätten da ein Video gedreht. Mhm. Und vielleicht auch ein Kurzfilm, wir hatten auf jeden Fall ein paar Flashes und das kam dann durch Corona nicht. Aber dann haben wir etwa für die Chance ergriffen und gesagt, okay, dann lass uns den Song noch viel geiler machen. Weil eigentlich war bei 12-Jahres-Zeiten, dass wir einfach nur eine Session gesprungen sind. Ja. Und dann am Abend gesagt haben, okay, lass uns den so veröffentlichen. Also wirklich echt nur Skizzen. Also wir haben nicht krass wochenlang an was gearbeitet. Cool. Und dann haben wir gesagt, aber das ist so das letzte Lebenszeichen musikalisch von dir, bevor dann wirklich was richtig Dickes kommt. Deswegen lass uns noch mal richtig in den Song gehen. Ja. Und dann habe ich Roger Reckless gefragt, ob der Bock hat, auch zu dem Thema was zu machen. Und Werden ist halt ein Song, der sich halt mit eigentlich Black Lives Matter, bevor es überhaupt dieses Thema so präsent gab, auseinandersetzt. Und dann haben wir später gesagt, Corona, ich weiß nicht, hattest du bestimmt auch so, man wollte ja was machen, man hatte Energie, man hat genug rumgehangen so. Ja. Und dann haben wir quasi um den Song herum ein Drehbuch geschrieben und gesagt, dann lass uns einen Kurzfilm drehen, weil wir würden niemals im normalen Business jetzt einfach einen Kurzfilm drehen, weil du damit halt kein Geld verdienst. Ne, so. Und dann haben wir gesagt, okay, haben Sponsoren zusammengesucht, haben Fritz Kohler am Start bekommen, dass sie einen guten Part dazu beigetragen haben und haben einfach, genauso wie hier, siehst du einfach so viele krass motivierende Filmschaffende, die einfach das für die Sache tun und uns bei uns dann in unserem Projekt haben dann uns auch so viele Leute in Wuppertal unterstützt und wir haben dann halt irgendwie eine Geschichte mit Charakteren, mit einer POC-Family konzipiert und innerhalb von 4 Wochen dann den Dreh an Start bekommen und umgesetzt. Und kannst du uns schon ein bisschen was von der Geschichte voll verraten? Oder? Also letztendlich ist es auch in irgendeiner Form wieder autobiografisch. Und zwar geht es darum, eine POC-Family, wo der Vater weiß ist und dann halt irgendwie so Rassismen, Alltagsrassismen aufzuzeigen. Einfach so Situationen haben wir einfach bebildert, um den Leuten die Chance zu geben, mal nah in so einen Moment reinzugehen. Weil du wirst nie dieses Gefühl wirklich nachempfinden können, wie es ist, wenn vor dir die Person ihre Tasche wegdreht oder so und dir so das Gefühl gibt, dass du da jetzt gleich reingehst oder so. Dann haben wir halt diese Ebene reingebracht und gleichzeitig halt so einen Plot, wo ich noch nicht zu viel verraten möchte, wo es halt darum geht, dass der weiße Vater, der sich ja erstmal eigentlich nicht als Rassist sehen kann, weil er ja auch POC-Kinder hat, aber vielleicht schon in der Struktur, in der er sich bewegt, rassistisch handelt. Ja. Und das ist eine Form von Reflexion, die wir in diesem Film in eine Story gepackt haben. Und wir hoffen, dass, wenn der Song und der Film Ende September, Anfang Oktober draußen sind, halt Leute zumindest zum Denken anregt oder vielleicht auch in ihrem Bild bestätigen. Ey, ich freue mich wahnsinnig drauf. Das klingt super spannend. Ey, komm bitte nach zur Premiere nach Wuppertal, da siehst du die Stadt mal. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, das klappt. Am 25.09. ist Premiere. Genau. Wir wissen nicht genau, wann wir ausstrahlen. Wir sind jetzt gerade im September. Wir schreiben das Jahr 2001. Nee, okay. Sorry. War das eine Austin Powers? Richtig geil, muss drin bleiben. War das eine Austin Powers Referenz auch? Nee, das war eine richtig blöde Referenz aus meinem Kopf. Ah, okay, alles klar. Ich bin direkt zu Austin Powers gegangen. Weißt du, der Bösewicht? Nee. Egal. Gut, du hast einen besseren Filmgeschmack als ich. Wie wir alle dann auf jeden Fall in dem Film. Mhm. Der Film heißt Schweigemal. Genau, und es geht halt darum, also nochmal, um kurz auf die Story zu gehen, das Hauptbild ist einfach echt nur eine Family, die am Tisch sitzt und Erfahrungen, die sie macht, nicht
mit der Familie bespricht, sondern einfach bei sich behält und somit man gar nicht die Chance hat, neue Perspektiven von anderen zu bekommen. Und wie traurig ist das, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, vielleicht auch mit einem Typen zum Beispiel, und du nicht das Gefühl hast und auch nicht das Bedürfnis hast, weil du es nicht gelernt hast, das mit deiner Mutter oder mit deinem Vater zu teilen und durch sie dann vielleicht Stärke zu gewinnen auf diesen Dingen. Es klingt nach einer wunderschönen Lektion und einem guten Reminder für alle. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Film. Ja. Wo wird er zu sehen sein für alle? Wir werden den hochladen, also wir werden da auch eine schöne Kampagne drumherum. Auf YouTube? Genau, ja. Also das müssen wir noch im Final checken. Wir haben ja das Musikvideo, was es auf YouTube geben wird. Und ja, wir haben halt im Arthouse-Kino, im Rex-Kino in Wuppertal dann diese Premiere, wo wir eine Podiumsdiskussion machen, wo es Musik geben wird und versuchen halt letztendlich das alles miteinander zu verknüpfen, weil Musik braucht Film und Video. Film ja kann auch nicht ohne Musik existieren und das wird es dann alles zusammenbringen. Hammer. Ich freue mich wahnsinnig drauf und für alle, wenn es jetzt schon draußen ist, dann unbedingt bitte direkt nach dieser Show einfach nochmal den Wahnsinn. Hier über uns ist der Button, wo ihr zu dem Film gelangt. Hier. Hier. Einfach klicken. Hier könnt ihr mir auf LinkedIn folgen. Okay. Und hier ist dein Raya-Profil für die Zukunft, aber nur beruflich. Deswegen darf ich dich direkt schon wieder, nicht direkt, nach diesem wunderschönen Gespräch, ey, ein letztes Mal auf die Bühne zur Live-Performance schicken von Gemalt. Ey, super, super gerne. Danke dir, dass du so toll mit mir Gespräche geführt hast. Du machst und es einem so leicht, oh wirklich. Ey, ich freue mich, oder ich, das habe ich auch schon, als ich bei den Jungs vorher mal bei einem Format war, gesagt, ich freue mich für die Personen, die nach mir auf dieser Couch sitzen und in diesem Format sein werden. Sind das die Gefühle oder die Dämpfe? Ich weiß es nicht, ich werde sentimental, danke. geil, ey, für alle, welche ist es? Ich nehme die. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Horst Wegner und Gemalt. Meine Stimme ist weg, doch ich hab dir nichts mehr zu erzählen. Mein Leben ist perfekt, seitdem du mir sagtest, du würdest jetzt gehen, oh Ade. Du denkst, dass ich down bin, doch du wirst es nicht glauben. Ich bin dir so dankbar, weil ich jetzt wieder alles hab, was ich brauche. Ich hab es versucht, aber nicht gepackt. Ich war nie genug, hab nicht in deinen Rahmen gepasst. Du hast weiter gemalt, Strich für Strich. Du sahst dein Bild in mir, doch das war nicht ich. Ich mochte, was wir sagten und die Farben, wenn wir gemeinsam Träume ausmalten. Bus zum Reisen, Haus mit Garten, Surfbrett und Kinderkreise auf Karten. Traum vorbei, Leinwand gewechselt, scheinbar mit dem Perfekten. Nein, Mann, für mich gibt es kein Substitut, denn man kann mich nicht einfach ersetzen. Ey, meine Stimme ist weg, doch ich hab dir nichts mehr zu erzählen. Mein Leben ist perfekt, seitdem du mir sagtest, du würdest jetzt gehen, oh Ade. Du denkst, dass ich down bin, doch du wirst es nicht glauben. Ich bin dir so dankbar, weil ich jetzt wieder alles hab, was ich brauche. Hey, Niklas Nadidai an den Keys, Felix Groß an den Drums. Ja, ja, ey, ja. Zeit für die Fam, Zeit für mich selbst, lerne mich kennen, bereise die Welt von Berlin nach L.A. Oh Mann, ist das fresh, lebt den Traum, ich bin Filmproduzent. Meine Träume sind größer als jede Leinwand, kein Wunder, dass ich in deinen Rahmen nicht mehr reinpasst. Denke immer wieder an dich bei Nacht, bis ich merke, was ich hab und dann glücklich einschlaf. Begegne in jeder Stadt deiner Königin, staune, wie schön sie sind. Merke in meiner Realität, dass alles möglich ist. Will ihr gerade wirklich nicht, was ich mach, beschönigen. Seitdem du weg bist, seh ich wieder morgens den rötlichen Himmel, der so echt ist. Ich weiß, du wolltest mich wirklich niemals verletzen. Dass ich es genießen kann, muss ich mit drinnen erkämpfen. Doch dann steckte ich, wie es ineinander gut zu ersetzen. Meine Stimme ist weg, doch ich hab dir nichts mehr zu erzählen. Mein Leben ist perfekt, seitdem du mir sagtest, du würdest jetzt gehen, oh Ade. Du denkst, dass ich down bin, doch du wirst es nicht glauben. Ich bin dir so dankbar, weil ich jetzt wieder alles hab, was ich brauche.
Meine Stimme ist weg, doch ich hab dir nichts mehr zu erzählen. Mein Leben ist perfekt, seitdem du mir sagtest, du würdest jetzt gehen. Oh, Ade. Du denkst, dass ich down bin, doch du wirst es nicht glauben. Ich bin dir so dankbar, weil ich jetzt wieder alles hab, was ich brauche. Yay! Yes! Hammer! Ey, Mann. Ey, Horst Wegener. Vielen Dank. Gemalt, du sagst, deine Stimme ist weg. Aber ich glaube, deine Stimme ist eine ganz, ganz wichtige, die wir brauchen. Ey. Und die wir so, so gerne hören. Ey, vielen Dank, dass du mir heute eine gegeben hast, Mann. Wirklich, ey, ich danke dir, das war so schön. Voll, es hat so richtig schön Spaß gemacht. Kennst du das, wenn du ohne Erwartungen irgendwo reingehst? Ja. Wirst du nicht enttäuscht, ne? Und ich wurde gar nicht enttäuscht, das war einfach schön. Und ja, ey, das freut mich, dass du nicht traurig hier rausläufst. Ey, es war einfach so schön, wirklich, ich freue mich. Ja, aus dir, du machst mir Hoffnung für die heranwachsende Generation und so. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute wie dich. Und du inspirierst bestimmt ganz, ganz viele Leute. Ich hoffe. Und deswegen, ich bin ganz, ganz glücklich darüber. Und ich möchte jetzt gerne mit dir zusammen, ja, dass wir uns mal umdrehen und Eule uns auch mal hier unten joint, bitte. Im Hintergrund ist wahnsinnig viel passiert in der Zwischenzeit. Es geht immer los mit dem ersten Song und dem ersten Strich. Und dann drehen wir uns einmal um und ja. Du hast gezaubert. Yes. Hey, was geht? Wie geht's dir? Boah, ja, die Dämpfe sind mittlerweile auch mir in den Kopf gestiegen. Ja. Hey, magst du uns 2-3 Takte dazu erzählen, was passiert ist und wie Horst auch vor allen Dingen dieses Bild beeinflusst hat? Vor allem, mich würde richtig interessieren, was meine Musik damit zu tun hätte. Yes, also ich habe tatsächlich, ich habe auf jeden Fall im Takt gemalt. Unter den Augen der Eulen sind so Federn. Ja. Sozusagen, und die habe ich patsch, drauf gedroppt. Und am Ende habe ich mit so einem Transparent gemalt und das habe ich auch richtig wild zur Musik gemacht. Hat sich auf jeden Fall richtig gut angefühlt. Ja. Sowieso die Session mit dir, mit euch, auch geile Action. Mega, ich bin happy. Ich bin auch happy. Bist du auch happy? Ich bin auch voll happy. Ich freue mich immer, wenn wir so talentierte KünstlerInnen zusammenbringen. Heute nur Künstler. Aber es war trotzdem eine sehr harmonische Folge. Voll. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Für heute war es das. Und ich komme so safe nach Wuppertal, yes. Mann. Ey. Deswegen vielen, vielen Dank. Und das war Artworks für heute. Ja, mein Name ist Horst. Niklas Nandi Dianin Kies. Ja, mein Name ist Horst. Artworks heißt das, was du gerade siehst. Yes, y'all.